Willkommen in Potters Bluff. So, hallo auf Potters Bluff Reviews, heute mit einem tollen Unboxing und zwar zu der Plane Archive Exclusive Edition zu Zero Dark Thirty. Hier in der Standard Keepcase Version im Schuber, aber mit Goldfoliendruck. Und zwar fangen wir auch gleich an. Das Teil ist auf 700 Stück limitiert, ich habe Nummer 718. Wenn ihr jetzt fragt, wie das möglich ist, jedes Label macht natürlich einen gewissen Überschuss, um das auszugleichen, und deswegen habe ich jetzt eine Limitierungszahl, die höher ist als Limitierung. Haben sie einen kleinen Fehler gemacht, aber das ist nicht so schlimm. Das Tolle hier ist dieser leichte Goldschimmer überall und das Zero Dark 30 hier leuchtet im Dunkeln. Ich kann euch das leider nicht zeigen, dazu ist die Kamera ein bisschen zu schwach, aber wenn man das mit Licht auflädt, leuchtet das wirklich cool im Dunkeln und hat hier einen sehr schönen Look. Hier ist es Nummer 7 aus der Plane Archive Collection. Hier ist die Spine ebenfalls geprägt und die Rückseite mit den Helikoptern und hier unten noch The Greatest Manhunt in History, Plane Archive, sehr schön Design, finde ich. Ich habe mich hier entschieden für das Keepcase, weil mir hier das Gold am besten gefallen hat und weil ich zusätzlich demnächst noch die PET-Version bekommen werde. Deswegen habe ich mir gedacht, so habe ich das Beste aus zwei Welten. Da kann ich nämlich dann hier alles kombinieren sozusagen. Hier haben wir das Booklet, sehr schön gemacht, in Koreanisch und in Englisch. Also man bekommt alles mit, hoffe ich mal. Ich weiß ja nicht, ob das verschiedene Texte sind. Ja, zum Film war ein sehr guter Thriller. Ich verstehe nicht, warum der immer so beschrieben wird wie Amerika-Propagandafilm. Der Film zeigt ja eigentlich ziemlich deutlich, was die CIA für Methoden hat und dass sie nicht gerade zimperlich vorgehen und dass sie schon die Menschenrechte mit Füßen treten. Deswegen verstehe ich nicht, warum der Film als pro-amerikanisch gesehen wird, nur weil sie halt Bin Laden am Ende schnappen. Die Szene ist übrigens sehr, sehr spannend am Ende, die finale Szene. Das Coole auch hier bei der Keepcase-Version ist, also ihr seht hier eine ganz normale Hülle, ganz komisch für Plane. Hier mit diesem Nachtsicht-Blu-ray. Das Coole ist, man hat hier zwei Cover dabei. Also wirklich zwei Cover, kein Wendecover oder so, sondern richtig zwei Cover hier zum Auswechseln. Man hat einmal hier dieses mit dem Nachtsichtgerät. Das werde ich dann wahrscheinlich reintun, weil ich ja noch die PET bekommen habe. Ein ähnliches Cover hier mit diesem Luftbildaufnahmen von oben in drin. Und hier das andere Cover mit den Soldaten vor der Mauer und Jessica Chastain im Rückenwind. Und hier auch nochmal ein Nachtsichtbild von einem Helikopter. Also zwei interchangeable Covers, wie man es auch nennt. Und hier einen schönen Umschlag. Grün schimmernd, wie ihr seht, sehr schön verarbeitet. Hier sind die Sticker, die außen angebracht waren. Der typische Plane Archive Lederfolien Sticker, wirklich tolle Qualität. Und hier Catherine Bigelow hat das Artwork persönlich abgesegnet. Innen drin haben wir noch zwei Trading Cards, Zero Dark Thirty, hier mit geschwärzter Schrift. Finde ich einen coolen kleinen Stilkick. Und dann hier Zero Dark Thirty nochmal und auch ebenfalls geschwärzt auf der Rückseite. Und dabei haben wir noch Entschuldigung, ein kleines, aber sehr feines A3-Poster zu Zero Dark Thirty. Hier, ich werde jetzt mal langsam hochfahren. Das Geile hier ist wirklich, wenn man das in den Rahmen tut und glatt zieht, ist wirklich sehr toll, obwohl es geknickt ist. Es ist nämlich ein richtig schöner Druck, ähnlich schon wie beim The Master bei der Master Normalversion. Da gab es auch so ein schönes Poster dazu. Jo, dann packen wir das mal wieder rein. Und das war es eigentlich schon zu Zero Dark Thirty von Plane Archive. Wie gesagt, die PET-Version mit dem coolen Schuber kommt demnächst auch noch. Die werde ich auch noch extra vorstellen. Deswegen freut euch. Aber wie gesagt, ich finde hier auch mal die Standard-Version sehr elegant. Und vor allem hier das mit diesen zwei Covern, die man je nach Belieben einsetzen kann, finde ich genial. Die passen auch genau übereinander, sodass für keinen hier irgendwie Terror entsteht. Also man kann die hier einfach übereinander schieben. Jo, ich habe mal jetzt wieder das andere reingemacht, was ich vorher nicht hatte. So, und schon hat man wieder ein anderes Cover. Sehr cool gemacht. Kommt wieder alles zurück. Ja. Wenn euch das gefallen hat, schaut auf meinen Kanal vorbei. Ich habe auch viele andere Plane Archive, Nova Media und so weiter Vorstellungen. Und jetzt auch ganz neu dazu in der Familie Film Arena GZ. Freut mich, wenn ihr vorbeischaut. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst mir Kommentare da, wie ihr den Film findet. Ich finde ihn wirklich gut. Etwas untergegangen, finde ich. Der war nur so zur Zeit des Releases populär. Und jetzt spricht eigentlich kaum noch jemand drüber. Und ja. Freue mich über eure Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht habt und ja, macht's gut, habt ein schönes Leben und geht verdammt nochmal ins Kino.